Ich öffne so lange Megaboxen auf einem neuen Account, bis ich alle 82 Brawler gezogen habe. Viel Spaß! Trag gerne Code BigSpin im Shop für kostenfreien Support ein. Vielen Dank und wir gehen rein! Ich habe einen neuen Brawl Stars Account mit 6 Trophäen und nur einem einzigen Brawler, nämlich Shelly. Und wir werden jetzt so lange Megaboxen öffnen, bis wir alle Brawler ab Episch freigeschaltet haben, denn aus den neuen Megaboxen kann man nur Brawler ab Episch ziehen. Die anderen werden wir uns der Vollständigkeit halber dann mit den Gems, die wir hoffentlich zu Genüge aus den Megaboxen bekommen, kaufen. Und hier oben seht ihr die Anzahl der Megaboxen, die wir bereits geöffnet haben. Jetzt sind es noch 0, aber ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Wir starten mit der allerersten Megabox. Und das Ganze könnte heute auf jeden Fall eine Weile gehen. Da bin ich mir sehr sicher. Zweite Box. Oh mein Gott, oh ja! Das ist ein Skin, das hat mich schon gefreut. Es ist einfach ein Shelly-Skin. Boah, wie bitter. Es ist einfach ein Shelly-Skin. Wir zählen das Ganze hier immer wieder nach, ne? Ganz klar. Nächste Box, V5 Gegenstände. Spieler-Icons, Digga, Spieler-Icons. Verzeiht mir übrigens, wenn ich mich vielleicht mal verzähle und es ist direkt der Brawler Edgar in der 5. Box. Wichtig. Damit Edgar schon mal gezogen. Das nehmen wir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gerne mit natürlich. Oh mein Gott, 6 Verbleibende. 6 Verbleibende. Ich habe extra die Cam zur Seite geschoben, damit ihr sehen könnt, wie viele verbleibende Gegenstände wir haben. Wir haben 6 Verbleibende und nichts gezogen. Ach du heilige Makrele. Okay, 2. Also 2 ist aber auch respektlos. Also bei 2 bin ich ehrlich, 2 sind absolut respektlos. Aber okay, wir öffnen natürlich weiter und schauen mal, dass wir jetzt hier vielleicht nochmal irgendwie was Gescheites bekommen. Ja, komm. 3, okay, ja. 4 wieder, nichts, okay. Wenn ich dich übrigens mal verzähle, ist natürlich ein Versehen, ne? Also ich klicke hier immer so einmal auf meine Leertaste, dann ist das sozusagen der Zähler, weil ich es gerne live hätte. Jetzt sind wir bei 14 Kisten, das ist jetzt die 15. Kiste, immer noch nichts gezogen, Kiste Nummer 16, wobei wir haben einmal Edgar. Da können wir uns also nicht beschweren, aber wir müssen das Ganze heute noch sehr, sehr häufig machen. Dementsprechend könnte das auf jeden Fall hier ein sehr, sehr langes Video werden. Ich hoffe, euch gefällt es. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und da bekommen wir doch direkt Lou. Lasst einen Daumen nach oben da für Lou, so ein Ding ist das, super. Den nehmen wir dir auch direkt mit. Sehr, sehr geil. Lou ist am Start und das in der 19. Kiste. Damit nach 19 Kisten unser erster mythischer. In der 20. leider wieder nichts, aber natürlich machen wir weiter. Übrigens, wenn euch das Ganze gefällt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare, ob ihr mehr solcher Megabox-Opening sehen wollt oder eben anderen Content. Was auch immer ihr sehen wollt, schreibt es mal gerne in die Kommentare. Dann werde ich versuchen, das für euch zu realisieren und möglich zu machen. Aktuell gibt es ja sehr, sehr viel E-Sports-Content. Das ist auch sehr geil. Aber ich habe mir mal gedacht, komm, wir machen das Ganze einfach mal, wenn wir hier auf dem Entwickler-Account die Möglichkeit haben. Und es ist die 1. Es ist Ash. Guck mal, Ash. Den Mülleimer haben wir gezogen. Zack. Den nehmen wir natürlich mit. Das passt. Das ist damit unser 3. Brawler und unser 2. Epischer, den wir haben. Aus den Megaboxen kann man ja tatsächlich eben nur Brawler ab der Seltenheit episch ziehen. 30. Box. Nichts bekommen. Schade. Weiter geht's. Gar kein Problem. Let's go. Wir gehen rein in die 32. Box und es ist direkt Piper. Krass. Aus 4 verbleibenden Gegenständen Piper gezogen. Das ist natürlich auf jeden Fall eine sehr coole Nummer. Die nehmen wir mit, damit der 4. Brawler aus 32 Boxen. Bisher der Schnitt alle 8 Boxen haben wir etwas gezogen. Ja? Oh mein Gott. Was ist das hier? Colette, ich hab's nicht erkannt, es ist Colette. Colette nehmen wir natürlich auch mit, sehr, sehr geil. Damit 34 Boxen und bereits 5 Brawler. Also wir haben bisher eine sehr, sehr gute Quote. Box 35, 5 Gegenstände, back to back. Bitte gönn den Brawler, es ist Larry Lowry. Let's go, wir haben back to back den Brawler gezogen, wie geil. Alter, 35 Boxen und 6 Brawler und davon aber 5 epische. Das muss man natürlich auch sagen, ne? Auch das ist sehr, sehr heftig. 36. Box geht rein. Da leider jetzt nichts gezogen, leider. Oh mein Gott, wieder 5. Digga, wir haben Ultra Glück, das ist einfach Bell, let's go, der nächste epische. Junge, wie geil. Wir haben jetzt einfach 6 epische gezogen innerhalb von 37 Kisten und noch einen mythischen. Das ist ultra krass. Also wir haben gerade wirklich gutes Luck, würde ich sagen. Deswegen, tragt gerne Kopfhörer ein, Freunde, ihr wisst Bescheid. Haben wir natürlich auch gemacht. Würde mich sehr freuen, wenn euch der Content natürlich nur gefällt. Na klar, dann tragt ihn gerne ein. Das ist geiler Support und freut mich extrem. 41. Kiste hat mich jetzt gerade wiederum nicht so gefreut, aber das ist die blinkende. Es ist Shelly. Da, Shelly, es ist okay. Es ist ein Skin. Sternenwunder Shelly hier, die neue Shelly, die nehmen wir natürlich auch mit, klar. Also an sich nehmen wir natürlich hier alles mit, aber insgesamt nochmal der Hinweis, ne? Das ist natürlich der Entwickler-Account, auf dem ich euch das exklusiv zeigen kann. In-game, wenn das Update kommt, wird es, glaube ich, nicht möglich sein, so viele Boxen zu öffnen. Aber es ist doch direkt B. Let's go. 46 Boxen und wir haben die B am Start. Damit der 7. Brawler der Seltenheit episch und der 8. Brawler insgesamt, Freunde. Und es geht natürlich weiter, Freunde. Nächste Truhe. 48. Truhe, leider nichts. 49. scheint auch nichts zu sein. Ist aber okay. 50. Truhe eben
ebenfalls am Start. Auch die nehmen wir mit, ohne daraus etwas zu bekommen. Truhe Nummer 52 ist auch nichts. Also ich glaube, ich habe hier noch wirklich Schmerzen im Finger vom Tippen. Ne? Es wird eine sehr, sehr geile Angelegenheit, aber es wird natürlich auch ein Weilchen dauern. Ich bin halt gespannt, wie viele Boxen am Ende auf der Uhr stehen. Du kannst da jetzt mal, ohne zu skippen, ohne vorzuspulen, in die Kommentare schreiben. Was denkst du, wie viele Kisten werden wir am Ende brauchen, um alle Brawler freizuschalten? Das ist die Frage. Ich würde mal schätzen, es werden auf jeden Fall schon einige hundert werden. Das sollte jetzt relativ klar sein. Ne? Wir haben bisher 7 oder ich glaube 8 Stück haben wir gezogen aus diesen ganzen Boxen. Jetzt haben wir gerade eine relativ lange Dürrephase, kann man sagen. Ich hoffe, da ziehen wir jetzt hier nochmal gleich was Gescheites. 65. Box, komm, 6. Schnappzeit, komm, mach mal eine Schnappzeit jetzt, komm. Nichts, schade, 67. Okay, 4. Nee, bei 4 verbleiben leider auch nichts mehr zu holen. Die 68, da ist leider auch nichts mehr drin. Schade. 69. Box, auch nichts. Okay, aber wir haben eigentlich, also ich würde schon sagen, wir sind relativ gut bedient, auch mit dem, was wir bisher eben bekommen haben. Ich meine, es sind 7 epische und 1 mythischer, aber es wäre natürlich schon sehr, sehr geil, wenn jetzt nochmal was kommt. Das ist Cordier, sage ich schon, Ruffs. Let's go, das ist Colonel Ruffs, sauber. 73 Truhe, Colonel Ruffs, damit der zweite mythische, den wir haben. Aber man muss auch sagen, das gehört auch zur Wahrheit dazu, wir haben nach 75 Kisten noch keinen einzigen legendären und wir müssen 11 davon ziehen, Freunde. Und gerade hinten raus könnte das natürlich extrem ernst werden, denn wir haben halt bisher immer wieder, oder wir haben sehr viele epische schon und auch einige mythische, aber bei den legendären, da ist natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, weil die dauern natürlich auch oder die sind halt deutlich seltener einfach, ne? Da muss man tendenziell statistisch gesehen einfach mehr Boxen öffnen, um die zu ziehen. Dementsprechend, oh, 2, Digga, also 2 ist auch echt, also 2 ist wirklich unbelohnt. Aber, okay, 86 Boxen bereits, ne? Also jetzt, so, ich sag mal, bis so 36, da war auf jeden Fall echt Glück am Start. Jetzt hier gerade so haben wir irgendwie eine krasse Flaute. Also klar, wir haben jetzt Ruffs gezogen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen würde, okay, wir haben jetzt hier gerade das unfassbare Glück des absoluten Grauens. Ne? Also soweit ist es jetzt leider nicht. Box Nummer 93. 94. Box, immer noch 4 Gegenstände. Also ich bin mir nicht so ganz sicher, wo das jetzt hier hinführen soll. Komm, vor der 100 nochmal, vor der 100 nochmal, komm bitte. Vor der 100. Ich sage, vor der 100 ziehen wir nochmal was. Ja, 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 nein. Box Nummer 98. 4, nee, auch nichts. 99. Box, die Rettung. Nee, leider nichts, aber jetzt 100 Punkte an und komm. 4, auch nichts. Digga, jetzt wird es aber hier ein bisschen, komm bitte. Supercell, jetzt auch mal bitte gönnen, okay? Ich möchte jetzt, dass da, ja, oh mein Gott. Digga, das ist der Gaul. Das ist Barry einfach. Der neue Brawler Barry, den wir jetzt hier gezogen haben, Freunde. Wie geil. Wir haben einfach jetzt hier Barry freigeschaltet. Wie gesagt, ne, das ist der Entwickler-Account. Ich sag's an der Stelle nochmal. Oh mein Gott, back-to-back ist der Drum. Das ist Drum. Let's go. Digga, damit haben wir 9 epische und ich glaube 2 mythische. Also haben wir jetzt 11 Brawler freigeschaltet. Das war jetzt immer wieder back-to-back. Back-to-back ist eine wichtige Angelegenheit. Das ist mal wieder hier so ein bisschen ein Aufwind, kann man sagen. Vor allen Dingen aus einer 3 verbleibenden Kiste. Oh mein Gott, Junge, was? Wieder 3 verbleibende. Damit haben wir 10 von 26 epische Brawler bereits nach 106 Truhen. Aber noch immer keinen legendären, Freunde. Noch immer kein legendärer. Aber wir sehen eben die Hoffnung bei 3. Kann auf jeden Fall ja auch am Start sein, dass da die blinkende 1 kommt. Vielleicht haben wir auch mal Glück und ziehen irgendwie aus so einer Kiste einfach mal so 2. Das wäre auch ganz geil. So 2 Brawler aus einer Kiste würden auch schmecken. Bisher sieht es danach tatsächlich nicht aus. Aber wir haben, wie gesagt, noch einige legendäre Brawler. Oder besser gesagt, alle legendären Brawler, die wir hier tatsächlich noch ziehen können. Angelo. Angelo, weitere epische Brawler. Ich sag's euch. Epische Brawler. Ich glaube, wir liegen sehr, sehr doll über dem Durchschnitt, den man eigentlich annehmen sollte bei den mythischen Brawler, bei den epischen Brawlern. Aber bei mythisch und legendär, da ist es ein bisschen, ich sag mal, dünn. Ne? Da haben wir bisher noch gar nicht so Glück gehabt. Vielleicht kommt das ja noch, wir werden sehen. Wir werden es sehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie viel wir am Ende brauchen. Ne? Und wir sind aktuell auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg, da einiges loszuwerden. Zack, die 124 und es ist die 125, okay. 126, auch nichts drin. Ich werde mal so 5 fallen. Weißt du, einfach so 5 Gegenstände. So einfach mal wieder eine 5. Das Krasse ist aber auch, Freunde, wir ziehen irgendwie keine Skins. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass wir nochmal ins Menü müssten oder so, aber das ist Pearl.
Das ist Pearl, epischer Brawler, let's go. Epischer Brawler wird genommen, sehr, sehr schön. Damit der 12. epische Brawler in der 129. Kiste. Und ich bin echt gespannt, ne? Wie lange dauert es, bis wir den ersten legendären ziehen? Wir sind bereits bei 132 Kisten und haben noch immer keinen legendären Brawler. Das ist ganz, ganz wild, Freunde. 134. Kiste und die 135. Auch noch nichts gezogen jetzt hier wieder. Kiste Nummer 136, wir gehen rein. Wir haben wieder zwei verbleibende. Ah, zwei verbleibende sind es nicht. Vier, okay. Es ist tatsächlich jetzt hier die, okay, 139, die 140. Alter, wir haben immer noch keinen legendären Brawler. Ne? Also langsam wurmt es mich ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Kein legendärer Brawler aus so vielen Truhen. Ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeiten sind. Die haben sich aber in den alten Megaboxen immer wieder gesteigert. Je weniger oder je seltener man praktisch oder je mehr Kisten man geöffnet hat und keinen Brawler der entsprechenden Seltenheit gezogen hat. Dementsprechend weiß ich jetzt nicht, wie das bei den Kisten ist, aber es kommt mir gerade so vor, als wäre das hier tatsächlich nicht der Fall. Also irgendwie muss ja langsam aber was kommen, oder? Kein legendärer Brawler bisher in Sicht, die 150. Kiste mittlerweile. Also ich bin ehrlich, sofort 200 noch einen legendären zu ziehen wäre auf jeden Fall. Oh, 5! Ein verbleibender, komm! Griff, es ist Griff! Es ist Griff, es ist der 13. epische Brawler von 26, Freunde. Wir sind bei der Hälfte der epischen Brawler, aber noch lange nicht bei der Hälfte der mythischen und schon gar nicht bei der Hälfte der legendären. Aber, dass die epischen Brawler hier öfter kommen, das ist natürlich zu erwarten, klar, ne? Aber das ist doch gar kein legendärer. Also schreibt mal gerne in die Kommentare, hättet ihr das gedacht, dass jetzt hier noch kein legendärer kommt? Oder hättet ihr gedacht, da kommen schon zwei, drei? Ich meine, bei dem Box-Opening von Lukas war ich ja ultra lucky. Jetzt habe ich hier gerade irgendwie geisteskrankes Pech, was die legendären Brawler angeht. 4. Ah, 4 hat er nichts zu heißen, ne? Es kann halt einer aus 3 rauskommen, genauso gut wie einer aus den 4 eben nicht rauskommen kann. 4 wieder. Auch wieder nichts. Das ist ja wirklich insane. Also, übrigens toll, ne? Wenn ich manchmal die Leertaste nicht drücke, wenn ich irgendwie auffällt, ich skippe mal eine Kiste oder sowas, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, mich da korrigieren. Aber ich versuche immer daran zu denken, die Leertaste entsprechend zu drücken bei jeder neuen Kiste. Das ist das, was ich hier gerade live mache. Ihr seht das immer wieder. Die Zahl erhöht sich! Lola, weitere epischer. 14 Brawler aus 169 Kisten, 14 epische und 2 mythische, meine ich, waren es bisher. Da muss aber auf jeden Fall noch mehr kommen. Da muss jetzt mal langsam, also Supercell, langsam ist es Zeit. Langsam ist es Zeit für Legendär 5. Gönn bitte Legendär. Legendär, komm, Legendär. Melody, mythisch. Beschwere ich mich nicht. 3 mythische. Das nehmen wir auch mit, gar kein Problem. Melody auch gut, das passt doch. Melody ist ein gutes Trostpflaster für den Spin. Also wir sind auf jeden Fall hier. Bonnie. Alter, wir haben 15 von 26 epische Brawler schon jetzt, aber noch keinen legendären. Das ist crazy. Das ist wirklich verrückt. Also wie ungleich das hier gerade verteilt ist. Ich glaube auch nicht, dass das normal ist. Also ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass die Quote, die wir hier gerade haben, in irgendeiner Form normal ist. Ich glaube, das ist schon außerordentlich krass, wie viele mythische wir ziehen, wie viele epische wir ziehen und wie wenige legendäre letzten Endes. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr special hier gerade, aber alles gut, wir bleiben dran. Wir bleiben dran, wir machen das so lange, wir ziehen so lange durch, bis wir hier letzten Endes alle Brawler haben, Freunde. Komme, was wolle. Und wenn wir da sitzen und dann, wenn wir mit 100, alle 100 Kisten einen legendären ziehen, dann werden wir das trotzdem machen, einfach um euch zu zeigen, wie das eben gerade funktioniert. Na, es kann natürlich sein, dass im echten Spiel dann, sage ich mal, anders ist. Wie gesagt, dass ich erinnere euch nochmal daran, das hier ist der Entwickler-Account, ne, den kann ich eben dafür benutzen und dementsprechend mache ich das auch. Kann sein, dass die Wahrscheinlichkeiten dann insgesamt abweichen, aber das ist jetzt hier sozusagen einmal der Test, den wir hier durchführen. Die 194. Kiste, die am Start ist, die 195. Und es ist, Digga, also zwei sind jetzt aber wirklich respektlos. Was ist denn das jetzt hier? Komm, ich habe gesagt, vor 200 ein legendärer. In der 199. bitte. In der 199. Nein, nichts. In der 200. Das gibt's doch gar nicht jetzt hier. Das ist doch Wahnsinn. Jetzt habe ich schon eine kurz vorgezählt. Hoppla. Jetzt ist es die 203. 3 verbleibende. Also weil wir mit 3 so gute Erfahrungen gemacht haben, bin ich tatsächlich gerade auch gar nicht so abgeneigt davon, mich auf eine Dreierkiste zu freuen. Also auf eine Kiste mit 3 Verbleibenden. Maisie, episch. Nehmen wir mit 16. Nur noch 10 epische. Uns fehlen jetzt weniger epische als legendäre. Das ist wirklich absolut crazy. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber es ist so. Die 209. Kiste und die 210. Kiste. Es sind 2, Digga. 2 ist respektlos. Immer noch. 2 Gegenstände sind und bleiben hier respektlos. Nächste Kiste, 213.
214. Wieder nichts drin. 215. Junge, Junge. Also ich muss wirklich sagen, das Pech oder das Glück, was ich in dem Opening Battle von Lukas, wer es von euch gesehen hat, hatte, das habe ich jetzt hier irgendwie gerade als Pech. Ne? Also ich hatte extrem viel Glück. Ich habe gefühlt alle legendären Brawler da gezogen und jetzt kracht es bei mir wirklich aus allen Löchern, was diese legendären Brawler hier angeht. Das gibt's doch gar nicht. Also 222 und kein legendärer Brawler. Digga, sind meine legendären Brawler verbuggt oder was ist das? Also for real, ne? Ich frage mich gerade, was da los ist. Noch kein legendärer Brawler aus so vielen Boxen. Das ist geisteskrank unlucky. Also ohne Witz, das kann eigentlich gar nicht sein, gefühlt. Ich weiß nicht, wie viel... Zum Beispiel, ich glaube, Jonas hatte in dem Opening Battle wirklich auch sehr, sehr wenige legendäre. Oder irgendwie, oder Lukas hat, glaube ich, selber sehr wenige legendäre. Der war auch geisteskrank unlucky. Aber ich frage mich gerade, ob ich das tatsächlich bei ihm gerade überbiete, ne? Weil das ist wirklich... Also, wir haben gerade... Wir sind gerade bei einem Viertel von 1000 Fass und haben noch keinen legendären Brawler, Freunde. Es kann sein... Oh! Mandy, Mandy, das ist geil. Aber ich bin ehrlich, mittlerweile freue ich mich fast schon gar nicht mehr über die epischen, weil ich weiß, die werde ich sowieso irgendwann ziehen, ja. Und ich brauche jetzt hier die legendären Brawler, Freunde. Das ist nämlich das Ding. Wir brauchen hier die legendären Brawler. Wir haben keine Option, wie wir hier an die legendären Brawler kommen, außer halt unfassbar reinzulacken. Und wir haben bisher wirklich das Gigapech des absoluten Grauens. Noch immer kein legendär. Also das kann doch nicht wahr sein. Ich frage mich gerade wirklich, bin ich denn doof oder was? Was ist denn hier los? Kein legendärer bisher, das gibt's doch gar nicht, jetzt reicht's mal auch hier. Also langsam, langsam bin ich ehrlich, ist das gute Bier alle. Langsam ist das gute Bier wirklich alle. Wir gehen hier ran, okay, ja gut, zwei wieder, kein Problem, drei. Es ist wirklich crazy. Also ich weiß nicht, was da los ist, aber ja, wir akzeptieren es. Wir wollen das Experiment machen, ne? Wir wollen gucken, wie viele Megaboxen bräuchte es in der Theorie, bis wir Full Max sind. Und das solltet ihr natürlich auch nicht nachmachen, ne? Wenn es Megaboxen zu kaufen gäbe, solltet ihr es natürlich auf keinen Fall nachmachen. Ne? Das wäre geistkrank dumm, das zu machen, so viel an Brawls zu kloppen und so weiter. Das solltet ihr auf keinen Fall euch zum Vorbild nehmen oder sonst was. Das ist mir auch nochmal wichtig, das Ganze hier zu erwähnen. Es ist die 256. Kiste und ihr seht, warum ihr, selbst wenn es die Möglichkeit gäbe, die es ja, denke ich, nicht geben wird, oder hoffe ich zumindest, die Dinger zu kaufen, dass sich das nicht lohnt. Clancy, guck mal. Beide neuen Brawler gezogen, Clancy nehmen wir mit, sehr, sehr cool. 260. Kiste, das Problem ist, ja, Clancy ist halt kein legendärer Brawler, ne? Es ist kein legendärer und dementsprechend bin ich mir da nicht so sicher, in welche Richtung das Ganze jetzt noch gehen wird, aber wir gucken mal. 264, ne, immer noch nichts, 265, das ist natürlich sehr geil, 266, ach Leute, 67. Wir bekommen keinen legendären Brawler. Doch jetzt, nein, keiner. Es ist Stu. 18 von 26. Ich habe euch schon gesagt, die legendären Brawler. Ich freue mich sehr über die epischen, klar, ne? Über jeden Brawler, den ich ziehe, freue ich mich. Aber es muss doch mal möglich sein, dass ich jetzt hier den legendären ziehe. Also wer will mich denn hier veräppeln? Was ist denn da los, Mann? Das kann nicht sein. Wenn die Nachbarn denken, ich bin irre und ich denke, die Kisten sind irre. Was ist denn hier los? 272 Kisten ohne legendären Brawler. Also ich sag ehrlich, ich habe das Gefühl, wir sind hier langsam im Weltrekord. Ohne Witz. Ich habe das Gefühl, wir sind hier langsam beim Weltrekord für die unglücklichste Kistenstreak überhaupt. Wir haben aus 279 Kisten bisher keinen legendären Brawler. Also ich weiß nicht, ob irgendjemand das von euch gedacht hätte, aber ich hätte es auf jeden Fall nicht gedacht. Also ich hätte geisteskrank wenig gedacht, dass ich jetzt hier keinen legendären Brawler ziehe. Was ist hier los? Die 283. Kiste, die 284. Digga, also das kann... Das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. 288. Wir nähern uns den 300. Wir nähern uns den 300 Megaboxen ohne legendären Brawler. Also es ist Wahnsinn. Ich kann das nicht fassen gerade. Der letzte mythische war jetzt auch schon eine Weile her, aber wir wollen uns natürlich nicht beschweren. Klar. Alles gut. Die 294. Kiste. Also ich kann so wirklich von der allgemeinen Quote, ne, wie viele Brawler wir vom Ding her ziehen. Wir haben jetzt safe schon irgendwie so 20 gezogen. Ich sag mal, wenn so alle 15 Truhen, Megaboxen, ne, so ein legendärer oder ein nicht legendärer, ein Brawler kommt, dann wäre das schon sehr, sehr cool so. Also von der Sache her, ich glaube, da sind wir gar nicht so unlucky, aber halt bei der Seltenheit, ne. 300. Box und es ist immer noch kein legendärer in sich. Das ist doch geisteskrank. 302. 303. Ich ändere jetzt mal meinen Finger, mit dem ich die Boxen öffne, weil mein Finger jetzt langsam anfängt weh zu tun. Super. Ich habe einfach einen Arbeitsunfall, dadurch, dass ich zu viele Boxen öffne. Das muss man sich auch mal reinziehen. Okay, bitte, komm. Jetzt irgendwas. 4,
4 heißt halt nichts. 4 Gegenstände heißen nichts. Wir brauchen, damit es safe irgendwas ist, 5. Aber selbst dann könnte es, und da bin ich auch sehr überrascht. Ich glaube, es ist, weil wir noch nicht ins Hauptmenü irgendwie zurückgegangen sind. Vielleicht liegt es daran, dass wir irgendwie noch keine Skins ziehen können. Nehme ich jetzt aber dem Game auch gar nicht mal so übel, weil Skins wäre natürlich jetzt auch nochmal eine ordentliche Bitterkeit. Stellt euch vor, wir öffnen jetzt hier die Box und wir bekommen irgendwelche Skins. Statt einem Brawler, wenn die 1 blinkt oder vielleicht auch mal die 2 oder so, 315. Also ich sag euch, irgendwas ist hier verflucht, das gibt es doch gar nicht. Wem willst du das denn erzählen? Ich lade das zu Ankert hoch. Ich lade es Ankert hoch, damit ihr genau den ungeschonten Eindruck habt, wie viel Pech ich gerade wirklich habe. Und damit ihr auch nicht denkt, dass ich hier irgendwie großartig schummel oder sonst was. Wie gesagt, wenn mal eine Zahl, wenn ich einmal mal zweimal drücke oder einmal zu wenig drücke, dann ist das keine Absicht. 5! Bitte, bitte, legendär, bitte. 322 Kisten später, bitte! Mortis, das kann nicht sein. Es ist ein mythischer Brawler. Aber bitte, warte mal, seit wann ist Mortis mythisch? Ist Mortis nicht episch? Bin ich dumm? Vielleicht ist es hier ein bisschen buggy. Ich kann es gerade gar nicht sagen. Ich glaube, Mortis war mythisch. Also ich, ja, Mortis, also obviously war Mortis scheinbar mythisch. Also ich war, also für mich war der überepisch, aber gut, vielleicht habe ich auch einfach keinen Plan, kann auch sein. Aber es ist halt auch dann nur ein mythischer Brawler und kein epischer, kein legendärer, meine ich. Jetzt, Digga, jetzt verspreche ich mich schon so, dass ich die epischen Brawler will. Ich will die legendären, los, bitte! Das gibt's doch gar nicht, das kann nicht wahr sein! 330 Kisten. Wir haben gleich die Schnapszahl 333. Ich hätte nicht gedacht, ich hatte bei einer einstelligen Schnapszahl gedacht, dass ich da schon einen legendären haben würde. Jetzt habe ich nicht mal bei der dreistelligen, bei 333, also bei der mittleren dreistelligen, habe ich nicht mal einen legendären. Das ist crazy. Ich fass es nicht. Ich fasse nicht, was hier passiert. Ich glaube, also, ich weiß nicht, ob ihr das glauben könnt, aber ich, also, ich glaube nicht, was ich hier gerade sehe. Ich glaube nicht, was ich hier gerade sehe, Freunde. Nächste Kiste, zack. Wir switchen nochmal den Finger. Nächste Truhe. Auch nichts. Ja. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll, ne? Also ich öffne einfach weiter Boxen, so lange, bis es geht. Ich öffne so lange weiter Boxen, bis wir jetzt endlich mal was haben. Und es geht halt nicht um diesen einen legendären Brawler. Es geht halt einfach noch um 11, ne? Wir brauchen 11 legendäre Brawler, die wir aus diesen Kisten hier rausziehen wollen. Und das wird natürlich hier wirklich... Alter Lachs, das ist wirklich völlig crazy, ne? Also wir haben einfach... keinen legendären Brawler bei 350 Truhen. Das ist über ein Drittel von 1000 Megaboxen. Das ist eine völlig surreale Zahl. Und wir haben immer noch nichts Gelbes gesehen hier. Das gibt's doch gar nicht. Also, ich werd von Mal zu Mal ungebär. Aber okay, ich sage jetzt, ich lege mich fest, bis 400 ziehen wir mindestens noch einen mythischen. Ein legendärer wäre mir fast zu riskant. Aber ich sag, komm, wir ziehen einen legendären. Wir ziehen bis dahin einen legendären. Komm. 361. 362. Nichts drin. Gut. 363. Auch nichts drin. 364. Auch nichts drin. 365. Boah. Es ist verrückt. Es ist absolut verrückt. 367. Kiste. Immer 4. Es sind immer 4. Und 4 sind cool. Klar, 4 sind cool. 4 sind super. Da kommen gut Gems raus. Da kommen gut dies, das raus. Ich bin auch sehr gespannt übrigens, wie viele Gems wir dann am Ende haben werden. Aber es kommt kein legendärer Brawler. Ich raste aus. Das ist crazy. Es kann aus jeder Truhe ab 3 Gegenständen kann ein legendärer Brawler kommen. Und wir haben einfach wirklich... Wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Das ist crazy. Also wirklich, also ich bin entsetzt. Ich werde mit jeder Kiste schockierter, was hier eigentlich abgeht. 381, 382. Noch 18 Kisten, dann haben wir die 400. Und wir ziehen keinen legendären Brawler. Ich kann das nicht glauben. Bitte. Bitte, bitte, bitte. 5. Ja, bitte, komm. Komm, bitte. Es ist Sam. Es ist ein weiterer epischer. Das kann nicht sein. Das kann es nicht sein. Wir haben 20 von 26 epische Brawler. Wir haben mythische schon ein paar immerhin. Und bei legendären ist weiterhin absolute Flaute. Aber immer wieder ein Lichtblick. Immer wieder ein Epic Brawler. Das ist ja immerhin schon mal etwas, ne? Besser ein Brawler als kein Brawler, sage ich immer. Also habe ich eigentlich noch nie gesagt, aber tue jetzt einfach mal so, als ob ich das immer sagen würde. 3.
Guck mal, jetzt haben wir genug Kisten. Jetzt haben wir, okay, jetzt kriegen wir Rico hier freigeschaltet. Und jetzt kriegen wir auch sein Skill. Okay, jetzt haben wir hier gerade Rico und Torheit Rico bekommen. Und jetzt schauen wir mal kurz zur Zwischenstand. Also, wir haben gerade 1694 Gems und wir haben schon wirklich sehr, sehr viele Brawler. Aber wir haben tatsächlich noch keinen einzigen Legendären. Uns fehlen hier wirklich noch ganz viele Brawler. Wir haben jetzt hier 25 aus den Kisten gezogen insgesamt, ja. Aber ich würde sagen, wir gehen wieder rein und versuchen jetzt hier wirklich endlich mal den ersten Legendären zu ziehen. 395. Box, es ist ein... Oh, wir haben einen Wartestern hier. Interessant, okay, ein Wartestern. Was ist der Wartestern jetzt hier? Der Wartestern ist das Warten, okay. Ah, verbessern, verbessern, alles klar. Okay, wir haben jetzt... Oh nein, wir haben XP-Verdoppler aus der Box bekommen. Oh, warte mal, aber... ich weiß jetzt nicht, was das jetzt war. Ob wir da irgendwie den Wert... Noch vor... Oh ja, es ist der erste Legendäre. Ja, vor den 400. Die Rettung ist da. Es ist der erste Legendäre. Ja, das haben wir doch gebraucht. Wichtig! Damit ist der Legi-Fluch gebrochen und ich hoffe einfach, dass wir jetzt noch mehr legendäre Brawler 5 verbleibende. Ach, Digga, ein Skin. Es ist dieser Rico-Skin. Jetzt können wir halt auch, und ich hab's euch gesagt, ne? Jetzt können wir diese Skins ziehen. Und das ist halt die große Tücke. Wir können Skins aus den Megaboxen ziehen, Freunde. Und das bedeutet, nicht jede 5 ist automatisch eine 5. Wir können Skins ziehen. Und Skins bringen in dieser Wertung hier nichts, weil wir brauchen Brawler. Wir brauchen die Brawler, wir öffnen so lange Boxen, bis wir hier alle Brawler freigeschaltet haben. Und dementsprechend sind Skins natürlich cool, ne? Skins sind immer cool, wenn man die zieht, klar. Aber für uns heute nicht von Bedeutung. Wir machen weiter. 910. Kiste. Also ich bin echt froh, dass ich jetzt nach 400 Kisten endlich mal den Legendären gezogen habe. 400 Megaboxen. Aber es ist halt der eine Legendäre. Und wir brauchen noch 10, Freunde. Wir brauchen noch 10 weitere. Geil wäre so Back-to-Back-Legendär. Also wenn jetzt einfach der nächste Brawler legendär wäre, würde ich... Oh, sehr... Die 3 blinkt. Die 3 blinkt. Mortis-Skin. Nein, Mann! Ich glaube sogar, es ist Real Talk schlecht, wenn so die 3 blinkt oder so. Weil dann bedeutet das in den meisten Fällen, dass es halt wirklich irgendwie so ein Special-Skin mit irgendwelchen Pins ist. Bo, Bo, hey. 21 von 26 epischen. Uns fehlt nur noch ein, uns fehlt nur noch 5. Uns fehlen nur noch 5 Stück. Das ist cool, ja. Das war auf jeden Fall erstmal ein Erfolgserlebnis, kann man sagen. Also die letzten 20 Kisten, muss ich sagen, bin ich sehr zufrieden. Ja, das kann man nicht anders sagen. Ich hoffe mal, dass sich das Ganze so weiterziehen wird. Und dass wir jetzt hier weiterhin in irgendeiner Form gute Kisten ziehen werden. Okay, 3 wieder, ja. Ich fange auch so an zu schwitzen. Es ist gerade bei mir so warm. Aber das lassen wir natürlich hier für dieses Experiment über uns ergehen. Zack. 3, okay, ja, interessant. Wir machen mal 4. Ja, 4 hat halt nichts zu bedeuten. 4 hat halt nichts zu bedeuten. Das ist das Ding. 4 kann alles sein. Kann Müll sein und ist in den meisten Fällen auch wirklich Müll. Also ich habe gefühlt wirklich, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber das sagt mein Gefühl, mit 3 Verbleibenden in diesem Opening hier bessere Erfahrungen gemacht als mit 4 Verbleibenden. Aber das kann sich natürlich auch noch ändern. Oder ich liege einfach von vornherein falsch. Auch das ist möglich. 3. Digga, mein Finger fängt einfach an zu brennen, ne? Also mein Finger ist schon richtig warm durch die Reibung, die einfach am iPad entsteht. Das ist crazy. 442. 443. 444. Komm. Okay. Ich mache jetzt mal mit den Daumen. Komm. Ich bin jetzt der Daumenöffner. 46. Ah, komm doch jetzt. Wir brauchen schnurstracks. Jetzt wirklich mal langsam hier. Den weiteren Legendären. Jetzt werde ich auch ein bisschen gierig. Jetzt bin ich ehrlich. Jetzt ist die Gier ein bisschen da. Jetzt brauchen wir hier. Oder jetzt ist der Anspruch von mir natürlich auch da. Nachdem ich jetzt gesehen habe, man kann hier offenbar Legendäre ziehen, dass wir jetzt vielleicht auch nochmal ein paar mehr hier ziehen. 454. Box. Boah, diese Zweier, ne? Diese Zweierkisten sind so frustrierend. Das ist wirklich insane. Also, dass man überhaupt Zweierkisten hier haben kann jetzt noch, bei so vielen Sachen, die man freischalten kann noch, ist wirklich bitter. 460. Okay. 461. Hier ist gar nichts los. 462. Oh! Halsmaul.
Halt's Maul aus. Ich habe es vorhin gesagt. Ich habe bessere Erfahrungen mit den drei Verbleibenden gemacht. Es sind die drei Verbleibenden. Es ist der Spike. Und den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. Das ist super. Zweiter legendärer Brawler ist da aus einer Kiste mit drei Verbleibenden. Ich sag's euch. Die drei Verbleibenden sind's. Die drei Verbleibenden sind's. Einfach ein legendärer Brawler aus den drei Verbleibenden. Damit haben wir hier zwei von elf. Fünf. Der Rico Skin wieder, dieser hässliche. Ich sag, das ist irgendwie buggy, dass man die hier öfter ziehen kann. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Ne? Müssen wir akzeptieren. Ist so. Das ist natürlich immer sehr schade. Denn dadurch werden die Kisten mit fünf Verbleibenden tendenziell natürlich öfter so aussehen. Jetzt haben wir hier direkt einmal. Das kann nicht sein. Ich ziehe hier die kompletten Farben von dem Rico Skin. Allen Farben und Formen. 472. Aber ey, wir haben gerade einen Legendären gezogen. Dementsprechend ist es natürlich 5. Die Wurst! Hey! Mythischer Brawler! Die Wurst! 6 von 26 immerhin. 2 legendäre, 6 mythische haben wir damit. Und gefühlt haben wir schon fast alle legendären, epischen Brawler, die wir überhaupt ziehen können. Ja, okay, das passt alles. Machen weiter. Nächste Truhe. Ja, ist okay. Auch hier 478. Das passt ebenfalls. 479, okay. Und 480. Okay, das ist crazy, das ist crazy. Wir haben in den vergangenen 80 Kisten, ich glaube, es waren nicht mal 80, haben wir alle legendären Brawler bisher gezogen. Wir haben 3 Stück gezogen. Das ist crazy. Also jetzt muss ich sagen, jetzt ist hier wirklich, jetzt ist der Bär los hier. Also jetzt kommen die legendären Brawler auf jeden Fall en masse. Das schmeckt natürlich hier extrem, weil das bedeutet, wir kommen unserem Ziel, alle Brawler auf diesem Account freizuschalten, auch sehr, sehr viel näher, okay? Wir kommen dem sehr, sehr viel näher und Digga, wie geil, was sind das hier gerade für Kisten? Also jetzt haben wir gerade richtig Luck. 7 von 26, das heißt, hier fehlen noch knackige 19, die wir hier ziehen müssen tatsächlich. Das wird auf jeden Fall eine anspruchsvolle Nummer, aber wir werden, ja, wir werden dabei sein. Wir werden dabei sein, ihr werdet hoffentlich auch dabei sein. Es ist die nächste Kiste, 400. Wir nähern uns der 500-Marke, ne? Wir nähern uns einfach der Hälfte von 1000, der Mathe-Spin. Und haben hier gleich diese Marke überschritten. Wir haben gleich eine 5 vorm Komma. Aber wir haben jetzt auch schon in Anführungszeichen 3 legendäre Brawler. Ne? Also das ist auf jeden Fall auch schon mal ein Erfolg, kann man sagen. Also was heißt Erfolg? Wir haben einfach Glück gehabt, klar, dass wir jetzt hier in den letzten knapp 100 Kisten wirklich 3 Stück gezogen haben und dazu glaube ich sogar noch 2 epische insgesamt, 2 mythische oder einen zumindest. Aber Leon, Spike und Surge sind unsere 3 legendären Brawler, die wir bisher bekommen haben. Zack, 504. Megabox. Nichts drin, schade. 505. Auch nichts drin. Perfekt, Digga. Komm. Oh, so ein Back-to-Back legendärer Brawler würde ich schon tatsächlich sehr fühlen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit dafür ist... Sprout, guck mal. Hey, vielleicht einfach noch ein paar Ansprüche stellen. Dann kommt doch mal ein bisschen mehr hier. Es ist der 8. Mythische, den wir hier haben. Und in der 510-Kiste befindet sich leider nichts. 511. Ja, okay. 512. Kiste, wieder mal nichts. Okay, aber ey, ich kann mich, solange wir in der Regelmäßigkeit jetzt die mythischen und legendären ziehen. 5. Wer ist das? Sam? Nee, Buster meine ich. Buster, geil. Alter, wieder ein mythisch. Jetzt geht's, also die epischen, die mythischen, die lassen jetzt hier auf jeden Fall nicht locker. Die kommen jetzt gerade hier deutlich häufiger. Gefällt mir sehr, muss ich sagen. Gefällt mir wirklich sehr. Also es ist, da ziehen wir jetzt hier ganz gut mit den epischen an. Aber es gibt halt auch einfach gefühlt, oder ich glaube tatsächlich, genauso viele mythische wie epische. Das ist eigentlich auch crazy. Also ich weiß nicht, wer das jetzt hier gebalanced hat, aber die Seltenheiten sind auf jeden Fall hier am häufigsten vertreten. Also die kann man auch einfach am häufigsten ziehen, weil es davon die meisten Brawler gibt, letzten Endes. 525. 526. Box. 527. kommt und wir ziehen nichts. Schade, egal. 528. Ja, also ich frage mich auch, ich habe das natürlich, ich hatte das Format bei einigen YouTubern im englischsprachigen Raum gesehen. Ich hatte jetzt aber nicht nachgeschaut, wie viele Kisten die öffnen mussten. Ne? Also ich wusste tatsächlich jetzt nicht, mit welcher Erwartungshaltung ich hier reingehe, ob es jetzt 1000 sind, ob es nur 500 sind oder sonst was. Also ich kann euch sagen, 500 sind es auf jeden Fall schon mal nicht. Wenn es irgendeiner von den YouTubern geschafft hat, in 500 Kisten alle Brawler zu ziehen, dann auf jeden Fall... Respekt für das Luck und wir kriegen, ja, es ist ein, ja, ich wollte gerade sagen, es ist ein epischer, 22 von 26 mit dem Hank hier und wir haben 538 Kisten bisher geöffnet. Wir haben die 540.
Boah, also ich muss echt sagen, ne, dieser Spike aus den drei Verbleibenden, der war schon sehr, sehr satisfying. Das muss ich wirklich sagen. Ne? Es zeigt also, ne, dass die Verbleibenden natürlich auch nicht immer bedeuten, dass man entsprechend was daraus zieht. Ne? Oder halt auch das wenige Verbleibende, außer jetzt man hat zwei, dann zieht man nichts bisher. Tara! Geil! Tara? Aber hatte ich die nicht schon? Bin ich gerade dumm? Hatte ich nicht Tara schon gezogen? Nee, oder? Ja, also scheinbar habe ich sie noch nicht gezogen. Wir haben 10 von 26. Wir haben die 547. Kiste. Es ist nichts drin. Schade, Schokolade. Also, ich bin jetzt so seit der 400, bin ich echt nicht unzufrieden. Ne? In den letzten 150 Kisten haben wir gefühlt mehr gezogen als in den ganzen Kisten davor zusammen. Vor allem natürlich, was Legendäre angeht und was Mythische angeht, stimmt das halt auch einfach. Okay, jetzt hier ein paar Zweier. Ja, vier wieder. Es kann halt alles sein, ne? Es kann in drei Verbleibenden was sein. Es kann auch einfach in vier Verbleibenden nichts sein. Es kann in vier Verbleibenden Skin sein. Es kann in fünf Verbleibenden ein Skin sein. Nein! Es ist Gale. Oh, ich dachte, ne? Ich hatte noch im Kopf damals, als ich Gale gezogen habe auf meinem Main-Account. Da war er noch chromatisch. Deswegen hatte ich mich jetzt eigentlich gefreut, aber er wurde einfach zu episch gedowngradet. Sehr schade, aber gut. Ich meine, nehmen wir auch mit. Damit haben wir tatsächlich bald alle epischen. Und wir haben... Nein! Oh mein Gott, ich dachte, es wäre... Digga, ich dachte, es wäre Sakura-Spike. Ich dachte, es wäre Sakura-Spike. Es ist einfach Squeak, let's go. Wichtig. Okay, das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Da haben wir jetzt hier wieder ein paar gute Brawler gezogen. Bei den Legendären fehlt halt immer noch einiges. Ne? Es fehlen noch einige Legendäre. Es kann sein, dass wir hinten raus einfach alle mythischen und epischen Brawler haben. Und dann nur noch auf der Jagd nach den Legendären sind. Das kann passieren. Ich hoffe natürlich, es wird nicht allzu arg. Aber man kann das nicht, wie man hier auch sehen kann. Man kann es einfach auch nicht beeinflussen, ist ja klar. Das ist hier völliger Zufall. Und wir können extrem viel Pech haben. Wir können extrem viel Glück haben. So wie das hier halt einfach mal ist. Da bringt auch nichts, sich das irgendwie einzureden oder sonstiges. Pam. Pam ist... Oh, Pam ist episch. 24 von 26 epischen Brawlern haben wir jetzt. Das ist gut. Das ist gut so. Also, was heißt gut? Ich weiß nicht, ob es jetzt nach 573 Kisten unbedingt gut ist. Aber das bringt uns unserem Ziel auf jeden Fall schon mal relativ viel näher, dass wir hier gleich mit allen legendären Brawler, also im Prinzip einen Max-Account, zumindest mit allen Brawlern natürlich, jetzt nicht mit den ganzen Geschichten, Star Power, Gadget und Max-Level und so weiter, das natürlich nicht, ne? Klar, Nani! Hey, 25 von 26 epische, geil, let's go! Das heißt, wir könnten unsere erste Seltenheit bereits komplettiert haben, bevor, wenn es jetzt natürlich sehr, sehr gut läuft, wir hier die 600 haben. Ich habe gerade, glaube ich, nicht gedrückt. Ich weiß es aber ganz nicht. Kann sein, dass meine Tastatur da gerade gesponnen hat. Aber ja, mit ein bisschen Schwund ist zu rechnen. Ich glaube, das ist jetzt auch nicht so dramatisch, wenn ich jetzt hier mal einmal vergesse zu drücken oder einmal doppelt drücke oder sowas. Ich glaube, das gleicht sich am Ende, wie gesagt, aus. Aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass ich sogar relativ wenige Fehler mache. Wir haben die 589. Und wir haben die 590. Und es ist noch 5 verbleibende. Und wir haben die erste Seltenheit fertig. Wir haben die erste Seltenheit fertig. Bedeutet, alles, was jetzt kommt, ist entweder ein Skin oder ein epischer, ein mythischer oder ein legendärer. Das heißt, noch vor den 600, ich habe es euch gesagt, es ist möglich, schaffen wir es hier tatsächlich, die erste Seltenheit sozusagen zu finishen. Und jetzt gibt es natürlich nur noch die besonders seltenen Rarities hier mit Super, mit mythisch und mit legendär, Freunde. Und jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt. Jetzt kann es natürlich sein, dass wir hier auf jeden Fall... Na, okay, wir gucken mal. Zack, leider nichts. Na, okay, Nita hier mit ein paar Teilen. Oh, wir haben Nita freigeschaltet. Okay, geil. Wir haben Nita freigeschaltet. Los geht's. Muss man sagen, hat relativ lange gedauert. Wir beginnen mal mit der Freischaltung von El Primo. Zack, den schalten wir natürlich auch mal frei. Gar kein Problem. Zack, los geht's. Und jetzt können wir sogar nochmal einen seltenen freischalten. Super. Ach, jetzt. Okay, warte mal. Jetzt. Ah, hier geht's weiter. Super. Jesse, perfekt. So, das war die nächste Kiste. Das ist jetzt die nächste Kiste. Zack. Super. Jetzt geht's hier ganz normal wieder weiter, nachdem wir da kurz ein paar freigeschaltet haben. Wie gesagt, ne, ihr seht, aus diesen Boxen kann man eben keine super seltenen und seltenen ziehen. Das war euch wahrscheinlich auch schon vorher klar, weil ich denke mal, ihr habt das ein oder andere Video auch schon hier vor bezüglich der Megaboxen euch angeschaut. Aber, auch mal wichtiger Call, Abo da lassen, Freunde. Lasst gerne ein Abo da auf diesem Kanal, würde mich sehr freuen. Die 610. Kiste. Und wir haben immer noch keine große Aussicht auf die Legendäre. Ich glaube, wir sind bei, lass mich kurz überlegen, doch, wir haben bisher in Anführungszeichen nur 3 legendäre Brawler gezogen. Aber ich glaube, so bei 600 Boxen könnte man tatsächlich die Anführungszeichen
auch weglassen, weil das ist jetzt langsam wirklich ein bisschen wenig hier, bin ich ehrlich. Aber auch bei den Mythischen fehlen uns halt wirklich noch geisterkrank viele, ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, aber die Mythischen, da ist durchaus auch noch ganz gutes Potenzial nach oben. Ich glaube, wir haben 10 oder 11 jetzt von 26, ja. Aber wir machen natürlich, wir ziehen das durch. Wir machen so lange weiter, bis wir den Account Fullmax haben, Freunde. Und ihr seht alles in dem Video hier. Ihr werdet alles sehen. Ihr werdet alles uncut sehen mit allen Höhen und Tiefen, Freunde. Und es ist die 628. Box. 629. Also ich sage, ich wäre sehr zufrieden, wenn wir bis zu 750, dann haben wir drei Viertel von 1000. Wenn wir bis dahin noch zwei Legendäre ziehen, wäre ich sehr, sehr zufrieden. Das wäre echt geil. So zwei Legendäre bis dahin noch. Ich wäre mehr als zufrieden. Es ist Gray. Es ist Gray. Ab jetzt, Gray, Digga. Es ist überhaupt nicht Gray. Es ist Byron. Es ist Byron und wir haben damit 12 von 26. Das heißt hier knapp die Hälfte von den Mythischen. Und da sind wir bei den Legendären leider noch ein paar Ball davon entfernt. Drei Stück, okay, nichts drin. Vier, auch nichts drin. Komm, jetzt hier auch mal ein bisschen, so einen kleinen Boost jetzt mal. Einfach mal so zwei schnelle Brawler hintereinander, das wäre doch mal fett, oder? Guck mal, auf Ansage gibt es den Mr. P, sehr schön. Damit haben wir jetzt hier in relativ wenigen Kisten relativ gut an Mythischen gut gemacht. Jetzt haben wir hier leider nichts wirklich Gutes drin. Das war einmal verzählt, jetzt hier wieder. Ja, 647. Kiste, auch hier ist nichts drin, aber wir bleiben dran, wir bleiben hartnäckig, Freunde, ne? Wie gesagt, wir können es, ich will es nochmal sagen, auf dem Dev-Account halt machen, in dem normalen Spiel wird es dann nicht so sein, ne? Da wird man die Box dann auch entsprechend nicht in so einem Ausmaß bekommen und man wird sie auch nicht kaufen können, dementsprechend mache ich das, aber wenn man sie kaufen könnte, würde ich das auch nicht machen. Wir haben jetzt hier tatsächlich alle epischen Brawler freigeschaltet und von den mythischen haben wir auch schon einige. Legendäre haben wir nur drei, ich würde sagen, weiter geht's. 652 ist da und wir kriegen drei verbleibende, alright, alles klar, weiter geht's. 600, oh mein Gott, okay. El Rey Primo. Warte, aber die 4 blinkt, die 4 blinkt, die 4 blinkt, Sakura Spike. Oh nein, Mann, jetzt hab ich's doch gesagt. Und wir bekommen noch einen Pin. Wir hatten 6 verbleibende Freunde, ihr habt gesehen, was passiert ist. Jetzt bekommen wir sogar nochmal Jesse. Ja, alles super, freut mich wirklich. Ja, ich schalte auch nochmal gerne in seltenen frei, gar kein Problem. Aber bitte, 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 lass mich doch einfach jetzt hier weiter Kisten öffnen. Nochmal ein seltener, ja, super. Ich beginne mit Jackie, zack, und wir öffnen die nächste Box. Los jetzt. Also ihr seht, jetzt können wir scheinbar auch nochmal vermehrt Skins ziehen. Oder besser gesagt bekommen. Okay, wir haben wieder 4. Das waren jetzt 2 Skins in einer Box. Also ich hatte mich ehrlicherweise schon auf den Brawler gefreut. Das ist ein Frank-Skin. Ja, geil. Aber wir wollen keine Skins. Wir wollen keine Skins. Los. Wir wollen Brawler, Freunde. Wir wollen legendäre Brawler. Bitte, bitte, bitte. Einmal legendäre Brawler. Also jetzt kann man sich scheinbar in den Kisten auch wirklich nicht mehr sicher sein, ne? Dass es jetzt hier irgendwie ein Brawler ist. Sondern es kommt jetzt hier scheinbar auch vermehrt zu den... Ha, zu den Skins in den Kisten, Mann. Pain. 665. 666, das war die Schnapszahl. Die hat mal wieder nichts hergegeben. Die 668 Kiste auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, bis 750 kommt noch ein legendärer. Es wäre auf jeden Fall mehr als wunderbar. Ach, Digga, der Steinzeit-Frank in allen Farben und Formen. Ja, es reicht jetzt mal, Mann. Du bist schon genug broken in-game. Ja, verbessern von Borner. Alles klar, wir haben wieder Jackie bekommen. Zack, los geht's. Super. Und schalten jetzt hier einen weiteren frei. Also ihr merkt, ne, wir bekommen gefühlt durch die Freischaltung einfach schon diese ganzen Kisten, diese ganzen Teile, ne. Also wir bekommen durch diese Road gerade wirklich die ganzen Dinger. Wir wählen hier mal Barley aus. Zack, los geht's. Perfekt. Weiter geht's. 771. Kiste. Und so bekommen wir auch relativ passiv tatsächlich in diesen ganzen Truhen hier auch unseren Account tatsächlich maxed, ohne die Brawler uns am Ende die seltenen und super seltenen uns vielleicht sogar mit Gems kaufen zu müssen. Ist ja aber auch nicht so relevant. Es geht ja vor allen Dingen eben um die epischen und die legendären und die mythischen. Und die legendären lassen jetzt hier wirklich lange auf sich warten. Also langsam aber sicher kekst es mich ein bisschen an hier. 681, ich weiß nicht, unseren letzten Legendären hatten wir halt vor original 200 Kisten, ne, das ist crazy. Da hatten wir unseren letzten Legendären, da haben sie sich mal kurz für 80 so, haben sie sich gedacht, komm, innerhalb von 80 Kisten kommen mal 3 Legendäre und jetzt hier wieder, na, komm, nee, komm, lassen wir den Spiel mal ein bisschen wackeln, passt doch, ist doch okay, 5 Stück, komm,
Ah, T, geil. Otis, ich bin dumm. Ja, ich nenne jeden Brawler falsch. Wahrscheinlich würde es hier zu Meme, ist aber okay, finde ich ihn ab. Aber 14. 14 von 26 haben wir jetzt bereits. Die 689. Kiste, die 690. Ja. 691. 692. Barley ist mittlerweile voll. Das heißt, den haben wir jetzt auch. Zack. Los geht's. Wir schalten einen frei der Seltenheit super selten und beginnen einmal mit 8-Bit. Zack. Auswählen. Super. Los geht's. Und die nächste Tour. Ja, 5. Wir hatten 5 verbleibende und haben keinen Brawler bekommen. Also, Digga, das ist Respekt. Ich meine, klar, wir haben 8-Bit bekommen, so über den Weg. Aber das ist es nicht. Das ist es ja gar nicht. Das ist es ja gar nicht hier. Holy, was ist das denn? Code haben wir jetzt bekommen. Okay, 6 von 8 haben wir jetzt also schon. Also ihr merkt, die Brawler schalten sich jetzt hier irgendwie sehr, sehr schnell. Ich weiß gar nicht, warum wir vorher irgendwie da kaum was bekommen haben. Jetzt auf einmal alles. Also irgendwie ist das wild. Die Credits scheinen irgendwann einfach dazu gespawnt zu sein in diesen Kisten oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber das ist natürlich jetzt einfach so. Also nehmen wir es so hin, ne? Ist jetzt nicht schlimm. Ja, okay. Wir kriegen halt auch die ganze Zeit so XP-Verdoppler, ne? Also es ist XP-Verdoppler sind halt wirklich so dermaßen. Das ist einfach nur so Kisten füllen, ne? Die füllen einfach ihre Kisten frecherweise mit den XP-Verdopplern. Aber klar, man kann natürlich auch nicht alles haben. Und besser ein Inhalt als kein Inhalt. Es ist Chuck, es ist ein Inhalt. 15 von 26, damit noch 11 mythische und ich meine 8 legendäre, die wir jetzt ziehen müssen. Freunde, wir haben also noch einen gewissen Weg vor uns, aber wir kommen der Sache mit der Überschreitung der 700er Marke jetzt schon mal deutlich, deutlich näher. Da waren jetzt nämlich einige sehr, sehr coole mythische dabei, auch wenn ich ehrlich bin, also Chuck ist auch gar nicht mein Brawler, ne? Ich kann ja überhaupt nicht zocken, ich bin da gar kein Fan von. Wir haben 711, 712 und 2, das ist natürlich super, da wissen wir nämlich direkt, dass die Kiste nichts ist. 713, 714, auch hier haben wir eine komplette Ebbe. Ich weiß nicht. Es wäre mal wieder an der Zeit jetzt für einen legendären. Ich hatte übrigens gesagt, bis 750 ziehen wir 2 Stück. Ich glaube, von dem Gedanken kann ich mich bisher mal ganz gediegen verabschieden. Außer jetzt passiert noch irgendwas besonders krasses. Aber ich gehe irgendwie nicht so ganz davon aus, leider. Boah, Digga, es ist wirklich, wirklich crazy. Also ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht. Aber irgendwie sind die Legendären wieder komplett von der Bildfläche verschwunden. Es ist mal wieder Vogelwild hier. Weiter geht es. Warte mal, waren das viele? Nee, waren nicht viele, oder? Doch, waren 5. Ich glaube, es waren 5, aber irgendwie hat das hier scheinbar trotzdem nichts gebracht. Nee, es waren 4. Es waren nur 4, ne, Moment. Es waren nur 4. 5 jetzt! Sandy! Let's go! Wichtig! Ja, Mann, der vierte legendäre Brawler. Es ist noch Hoffnung da. Es gibt sie noch. Man kann sie noch aus den Kisten ziehen. Wichtig und richtig. Let's go. Genau das haben wir doch jetzt hier benötigt. Let's go. Sauber. Weiter geht's. 4 verbleibende. Okay. Ja. Das ist erstmal gut, Freunde. Erstmal wieder wichtig, dass wir hier einen legendären wieder gezogen haben. Jeder legendäre ist absolut Gold wert, Freunde. Weil die legendären sind natürlich die, wo es am Ende vermutlich dann hapern wird. Jetzt können wir hier wieder Dynamite freischalten. Zack, da haben wir jetzt hier schon 5 von 10. Oh, warte, den will ich aber eigentlich gar nicht freischalten. Aber okay, muss ich jetzt machen. Ist okay. Nehmen wir einmal Genie mit. Zack, dann werden wir ihn wahrscheinlich über den Weg sogar noch eher freischalten als über Ingame. Das können wir natürlich jetzt nicht verhindern, dass es so ist. Na klar, da haben wir jetzt keinen Einfluss drauf. Aber das bedeutet natürlich auch, also den schalten wir natürlich dann auch im Prinzip über die Kisten frei. Dementsprechend ist das eigentlich auch einigermaßen okay, würde ich sagen. Wir können es halt eh nicht ändern, ne? Wir können es eh nicht ändern, ob wir jetzt hier Credits bekommen oder nicht. Das liegt ja nicht in unserer Hand. Ich habe gerade den übelsten Schnupfen auf einmal bekommen. Das ist, macht mich krank, dass wir hier keine Legendären ziehen. 748, 749, es ist jetzt hier das Dreiviertel, das dritte Viertel von 1000 ist voll und es ist die 751. Kiste und auch hier verbirgt sich nichts drin, aber 753 vom legendären Thomas, 753 ist auch nichts drin, wer hätte es gedacht, die liefern nie in-game, die liefern auch nie in den Kisten, klar, Klassiker, als hätte ich schon 500 mal 750 Boxen geöffnet, auch hier ernüchternd. Wir brauchen, also in so einer 5, so bei 5 Verbleibenden, da hatten wir jetzt schon öfter eigentlich einigermaßenes Glück. Dementsprechend wäre es jetzt mal wieder Zeit. Es wäre mal wieder eine Zeit für eine fesche 5 in der Ecke. Ich würde es fühlen. Aber nee, man gibt uns nur die dreiste 3. Klassiker. 3. Aber aus 3 haben wir auch schon Legendären gezogen. Von daher, es kann hier wirklich alles sein.
Nächste Truhe. Hm, wieder nichts leider. Wobei ich glaube, dass mittlerweile irgendwie die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geschwunden ist, dass wir aus einer 3 was ziehen. Genauso wie wir aus einer 4. Gefühlt wirklich eine halbe Ewigkeit nichts gezogen haben. Ja, 3 wieder, nichts. 4 wieder, auch nichts. 772. Kiste. Wir nähern uns auf die 800 zu, Freunde. Wir gehen auf die 800 Kisten zu. Es ist ganz, ganz wild. Mein Finger ist gefühlt schon fast schon wund vom Drücken. Es ist absolut vogelwild. Wie gesagt, ne? Das Ganze ist nur möglich über den Dev-Account und wird in-game. Darüber bin ich auch sehr dankbar, niemals so möglich sein. Oh, wir haben Bass. Wir haben Bass. 16 von 26. Geil, nehmen wir mit. Sehr schön. 778 Kiste. Da ist nichts drin. 779 Kiste. Ist auch nichts drin. Aber so ein Bass ab und zu mal hier und da. So ein mythischen Brawler ist auf jeden Fall nice. Das brauchen wir. Ne? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wir bekommen Credits für Genie. Sehr gut, okay. Sauber. Reicht aber noch nicht ganz, um ihn zu bekommen, tatsächlich. 786. Kiste. Jetzt haben wir Genie bekommen, okay. Ja, nice. Den haben wir jetzt hier einmal freigeschaltet. Zack, let's go. Und jetzt können wir vielleicht sogar mit dem legendären... Nee, ach, schon wieder ein seltener. Also ich checke auch den Rhythmus hiervon nicht, ne? Ich habe das noch nie verstanden, ich check's auch jetzt nicht. Bull haben wir jetzt auf jeden Fall auch schon mal freigeschaltet. Zack, let's go. Los geht's. Jetzt haben wir hier wieder einen super seltenen. Die brauchen wir natürlich hier auch noch. Nehmen einmal Tick, zack, auswählen. Und davon haben wir jetzt 210. Okay, 789. Kiste. 790. leider auch wieder nichts drin. 791. Ja, ich glaube tatsächlich, dass das hier so ein bisschen, wie soll ich das sagen, ne? Es ebbt ein bisschen ab, aber jetzt! Ich meine, immerhin 500 Credits, ne? 500 Credits nimmt man mit, klar. Damit schalten wir hier Tick frei. Und haben jetzt die Möglichkeit, einen weiteren mythischen freizuschalten, Freunde. Wir nehmen hier Max, zack. Dauert aber natürlich noch eine halbe Ewigkeit, bis wir da dann wahrscheinlich mal irgendwann ans Ziel kommen. Aber, ist okay. Können wir jetzt hier vielleicht bitte nochmal einen legendären ziehen? Das wäre mir ein absolutes Fest. Ja, okay, wieder 4 verbleibende. 2 verbleibende. Also es wäre schon sehr, sehr krass, wenn wir jetzt hier nochmal so irgendwie so 2 in einem hätten, ne? Weil das würde bedeuten, dass wir basically mindestens einen mythischen und, oder eigentlich mindestens 2 mythische ziehen würden. Vielleicht aber auch einen legendären und einen mythischen. Das wäre natürlich auch krass. 807. Kiste. Und es ist nichts los. 808. 809. 811. Kiste. Also wir kommen halt Real Talk gleich auf die 1000, ne? Wir kommen Real Talk, aber das ist 5! Lilly, mythisch, geil. Wird mitgenommen. Nur noch 8 mythische. Und ich meine, 7 legendäre sind es noch, dann haben wir es erreicht, Freunde. Das Ding ist halt, wir haben 4 legendäre in 800 Kisten gezogen, Freunde. Und ich glaube tatsächlich, dass das jetzt hier wirklich gerade, ja, wie soll man das sagen? Dass das Schicksal hier gerade so ein bisschen seinen Lauf nimmt. Ihr seht, alles ankert, ne? Oh, Genie, warte mal. Hatten wir den nicht gerade auf der... Wir haben jetzt Genie gezogen. Das war jetzt ein Bug, weil wir irgendwie in dem Menü noch waren. Und jetzt haben wir Genie gezogen und haben nur sein Profil... Nee, haben Genie gezogen. Hat uns aber gar nichts gebracht, weil wir einfach Genie schon aus diesem Pfad freigeschaltet haben. Also dieser Brawler war im Prinzip dann keine neue Freistellung, weil wir ihn ja gerade schon, während wir die Boxen geöffnet haben, das ist natürlich jetzt ein Bug, tritt auch hier nur auf, ne? Einfach gezogen haben. Also eine ganz, ganz wilde Sache. Das ist natürlich umso belastender, weil das ist jetzt im Prinzip ein Brawler, der auch einfach irgendein anderer Mythisch hätte sein können. Und der hat dann natürlich hier gezählt. Dementsprechend etwas Belasto, aber gut, was will man machen? Es sind 828, 829 und es sind 831. Boah, Digga, also ich würde ganz gerne jetzt hier wirklich nochmal einen legendären ziehen. Bitte komm! 3, nichts. Auch wieder gar nichts. 4. Ja, ich denke immer so 4, okay, aber so oft, wie ich die 4 schon gesehen habe und nichts drin ist, muss ich normalerweise eigentlich auch realisieren, dass es die 4 nicht ist. Ja, vielleicht kommt die 4 ja nochmal um die Ecke und sagt sich, ja, komm, heute sind wir mal wieder on point. Aber irgendwie ist das nichts. Also, ich weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht. Ich hatte in diesem Opening mit Lukas irgendwie mehr Glück, muss ich gestehen. Hier ist jetzt gerade so, gerade bei den Legendären,
Da passiert einfach gar nichts. Ich fass es nicht. Ich habe 845 Kisten geöffnet und habe 4 Legendäre, als ob die Wahrscheinlichkeit bei 200 Megaboxen zieht, dass liegt, dass man darunter, dass man daraus einen Legendären zieht. Also das ist ja völlig, das ist ja völlig absurd. Oder haben wir schon 5? Ich weiß gar nicht. Haben wir schon 5 oder 4? Irgendwo da liegen wir auf jeden Fall. Trotzdem, so oder so ist die Wahrscheinlichkeit absolut absurd niedrig dann. 852. Und uns fehlt halt doch wirklich ein Stück, ne? Uns fehlt wirklich hier noch ein Stück. Aber wir haben halt auch schon einiges abgefrühstückt. Das muss man natürlich auch sagen, ne? Also wir haben mehr als die Hälfte und jetzt sind es die 5! Legendär Draco und das ist wichtig. Es sind die 5 und es sind gleichzeitig die 5 legendären Brawler. Das ist doch mal geil. Sehr, sehr schön, Freunde. Weiter geht's. 856. Kiste. Das ist doch mal genau das, was wir brauchen, Freunde. Ein Draco, der uns daran glauben lässt, dass wir hier 5... Oh, ich hätte mich so gefreut. Klar, Credits sind auch geil. Aber Credits sind halt nur knapp ein Viertel Brawler oder etwas mehr als ein Viertel Brawler und halt kein ganzer. Und das ist natürlich belastend. Also jetzt hier so schnell hintereinander 2 zu ziehen, wäre absolut geil gewesen. Aber es liegt gar nicht mehr in meiner Erwartung, dass das irgendwie hier gelingt. 3. Auch hier wieder nichts. 4. Na, ich weiß nicht. Eben hatten wir wieder 5, ne? Also bisher... Es scheint sich so ein bisschen abzuzeichnen oder herauszukristallisieren, dass vor allen Dingen die Kisten mit den 5 da eben dann was bieten und die anderen Kisten bisher also wirklich an Flaute kaum zu überbieten sind. Es ist ja wirklich Geist. Oh, warte mal, Credits wieder 500, geil. Die nehmen wir natürlich mit, sehr schön. Das passt, 873. Nichts, schade, 874, ja, okay. Es, ja, kann halt wie gesagt alles sein. Es kann auch sein, dass wir gleich Max haben durch die Credits eben. Ne? Da sind jetzt auch einige immer mal wieder reingeflattert. Es sind ja, glaube ich, sogar immer 500, die man hier bekommt. Also auf jeden Fall auch eine ganz ordentliche Macht. Zumindest sieht es so aus. 2. Also 2 ist nichts. 2 ist immer ernüchtert, bin ich ehrlich. 2 ist immer ernüchtert, okay. Na, 882. Kiste. Wir nähern uns die 900. Es ist absolut... Passiert hier gar nichts. Es passiert hier einfach gar nichts, Junge. 885. 806. 5! Mann, warum immer Credits? Es nervt. Ich denke immer bei 5, okay, das ist, aber nicht mal bei 5 hat man die Garantie, dass es was ist. Gibt's doch gar nicht. Diese verdammten Credits. Ich stelle euch vor, ihr habt wirklich 5 in so einem State und dann habt ihr einfach wirklich diese Credits drin. Aber es ist, wie es ist. Man kann es nicht ändern. 895. 896 und wir nähern uns gleich der 900er Marke, Freunde. Wir haben gleich 900 Megaboxen geöffnet und wir haben in Anführungszeichen nur, und ich würde auch wirklich die Anführungszeichen eigentlich weglassen, nur 5 legendäre Brawler. Ja, 900 Kisten und nur 5 legendäre Brawler. Es ist absolut verrückt, Freunde. Es ist wirklich absolut verrückt und das ist Fang. Das ist Fang. Das ist der 19. von 26. Damit noch 7 mythische und 6 legendäre, wobei wir natürlich die mythischen auch über den Pfad freischalten, ne? Das ist ja auch so ein Ding, da haben wir ja gerade noch einen am Laufen, das heißt im Prinzip fehlen uns da gleich auch nur noch 6. Also sind es insgesamt noch 12 Brawler, aber natürlich, ne, ihr wisst, ah, warte mal, nee, achso, ich will nicht Max freischalten, aber es sind wirklich hier noch 6 legendäre und effektiv gesehen hier auch noch 6 epische, die wir hier noch brauchen. Kiste Nummer 909, Freunde, und gleich wird es halt Real Talk einfach vierstellig, ne? Es wird gleich vierstellig und das ist halt absolut wild! Ich dachte gerade, wir hätten Brock gezogen, Digga. Ich dachte gerade wirklich, wir hätten Brock gezogen, aber nee. Jetzt ziehen wir scheinbar wieder, also man zieht Kit! Kit! Ja! Warte mal, stopp! Ist das jetzt hier? Nein, halt's Maul. Das sind nicht 2 legendäre in einer, oder? Das ist Gray. Das sind ein legendärer und ein mythischer in einer Kiste. Die 910. Kiste. Die mit Abstand bis dato beste Kiste, Freunde. 20 von 26 mythischen. Und jetzt haben wir 6 oder 7. Nee, wir haben 6 von 10 von 11 legendären, Freunde. Und das ist doch genau... Halt's Maul. Das ist ein Bullskin, ne? Ja. Digga, wir haben jetzt irgendwie Back, 3 Back... ultra krasses Lack gehabt. Was ist hier los? 3, okay, jetzt geht's wieder hier lang. Ich dachte gerade, das würde so bleiben, aber scheinbar nicht. Scheinbar ist unser Lack jetzt auch schon wieder hier aufgebaut, oder was? Ich habe keine Ahnung. 4, okay, nee, 4 sind's nicht. Es sind diese 4 leider auch nicht. Aber ich bin ehrlich, die Kiste hat mir gerade sehr viel Mut gemacht. Dynamax-Skin. Oh, Mann, oh. Ist okay, akzeptieren wir. 918, 5 wieder.
Immer wenn es zwei sind, ist er wahrscheinlich ins G. Jetzt kriegen wir den auch wieder in allen Farben und Formen irgendwie. Okay, ja gut, nehmen wir mit, ne? 4. 920. Die 920. Das ist ein Code-Skin. Ach, Digga, ich freue mich die ganze Zeit über diese blinkende Zahl, aber am Ende ist es immer wieder ein Skin. Aber, ey, eben in der einen Kiste, die hat nicht enttäuscht. Barley. Barley-Skin. Barley-Skin. Es ist ein Barley-Skin. Es ist ein Barley-Skin. Also irgendwie ziehen wir jetzt hier immer wieder viele Skins. Es ist immer so, es gibt immer so Phasen. Irgendwie ziehen wir die Skins phasenweise und dann auch wieder ganz lange nicht. Also irgendwie ist das sehr, sehr interessant. Jetzt haben wir hier 5. Jesse-Skin. Ein Jesse-Skin. Ah, Pain. Pain, Pain, Pain. 928. 929. Also wir nähern uns wirklich in 1000. Aber diese eine Kiste, ne? Diese eine Kiste war super, super, super geil. Und jetzt ist die Frage, bekommen wir hier nochmal sowas hin? Brock-Skin, Mann, gebt mir doch keine Brock-Skins. Ich will Brawler haben, bitte. Danke. Ja, Cornelius, wichtig. Es ist Cornelius. Let's go. Das brauchen wir. Ja, ich habe es gesagt. Wir brauchen wohl noch 4 Legendäre. Und wir sind hier gerade wirklich auf einem sehr, sehr geilen Run, Freunde. Wir haben richtig viele... Mac. War das Back-to-Back legendär? War das der legendäre Back-to-Back legendär Call? Es sind 8 von 11 aus 934 Truhen. Halsmaul. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist jetzt gut. Das ist jetzt gut. Jetzt müssen wir daran irgendwie... Also, was heißt, wir müssen daran anknüpfen? Wir brauchen einfach ein bisschen Luck jetzt. Wir brauchen... 6. Jesse Skin. Wieder ein Jesse Skin. Wieder leider nur ein Jesse Skin. Belasto, aber... Alles gut, das hat mir gedacht, das ist gerade fantastisch. Nächste Kiste und wir haben Max, wir haben Max, wir haben Max. Jetzt dürfen wir sie nur nicht auch noch ziehen, weil dann kracht's. Oh mein Gott, legendär. Wir können jetzt einen legendären schalten. Wir schalten Crow frei. Einmal der Lieblingslegendäre, Bro, let's go. Los geht's, wir schalten Crow frei, Freunde. Nächste Kiste. Oh, ist das geil, ist das geil. Jetzt haben wir auch endlich mal hier einen legendären, den wir anlocken können, Freunde. 3. Alter, oh, wir hatten gerade so ein Schweineglück, Junge. Okay, das ist crazy. Also, ich bin ehrlich, so seit ein paar Kisten, seitdem wir die 900 haben, da ist es wirklich crazy. Also, wir haben 3 Legendäre gezogen. Die kommen irgendwie immer in so Wellen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, aber es ist so. Nächste Truhe, okay. Und jetzt hier wieder eine Weile irgendwie keine Welle, eine Weile ein bisschen Ebbe. 4. Leider nichts, aber hier vielleicht. Oh mein Gott, und es ist Nico! Let's go! Mythischer Brawler Nico, Abfahrt! Und da sieht man, ich habe das Vertrauen in die 4 wiederbekommen. Das Vertrauen in die 4 ist wieder da. Noch 4 legendäre und 4 mythische Freunde. Es ist fabelhaft. Wir brauchen nicht mehr viel. Aber wir sind natürlich fairerweise auch schon bei knapp 1000 Truhen. Ne? Also das ist knapp 1000 Megaboxen hier. Das ist natürlich, wie gesagt, völlig surreal. Das wird man nie realistisch irgendwie hinbekommen. Okay, jetzt kann ich hier jemanden mit Seltenheit, selten freischalten. Hä? Habe ich nicht? Achso. Hä? Okay, jetzt übertragen. Also ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht, aber ist okay. Nehmen wir Rosa. Jetzt, ich weiß jetzt nicht, was mit Crow ist, ne? Warum der jetzt auf einmal nicht mehr freigeschaltet wird, aber ist okay. Warte, habe ich Crow gerade bekommen? Habe ich gerade Crow freige... Nee, habe ich nicht. Hä? Ich habe Crow bekommen und ich habe ihn gezogen, aber durch die Credits wusste das Spiel jetzt irgendwie schon... Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Aber wir haben Crow. Wir haben Crow gezogen, Freunde. Let's go. Geil. Damit 9 und damit nur noch 2 Brawler, die wir jetzt hier ziehen können. Von der legendären Seltenheit. Wie? Ati. Das ist Ati. Das ist Ati. 3 und 2, Freunde. Wir brauchen noch 3 und 2. Let's go. Oh mein Gott, wir sind so nah dran. Wir haben so einen Luck jetzt hier gerade. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass wir jetzt hier so reinlacken. Aber das ist wirklich krass. Das ist wirklich völlig crazy, Freunde. 3, okay, ja, passt. Ist okay. Weiter geht's. 3. 966. Ich würde jetzt mal schätzen, also es müsste schon sehr, sehr krass lucky sein, dass wir jetzt hier vor den 1000 fertig werden. Aber ich denke, das werden wir nicht hinbekommen. Aber ist okay. Wir sind auf einem guten Weg gerade. Es sind die 971. 972 Truhe ist auch da. Okay. 973 jetzt. Ja, 4 verbleibende. Okay, ja, vielleicht jetzt hier nochmal ein bisschen mehr. Wir hatten eben gerade Crow aus 5. Noch 24 Truhen, dann haben wir hier tatsächlich die 1000er-Marke. Dann sind es hier über 1000 Truhen, die wir geöffnet haben. Und es wäre absolut insane. Das ist die 980. Truhe.
981. Alter, Lachs, das ist wirklich crazy. Ich weiß auch gar nicht, wie lange das Video geht, ne? Also ich habe absolut gar keine Ahnung. Kann sein, dass es richtig lang geht. Kann sein, dass es vielleicht sogar über eine Stunde geht. Ich habe keinen Plan. Ich habe es nicht zusammengerechnet gerade. Aber fest steht, wir brauchen nicht mehr viele Brawler. Es ist der Endspurt, Freunde. Und die Frage ist, wann kommen hier die letzten Brawler reingeschneit? Wir haben Karl. Okay, den können wir damit jetzt auch schon mal freischalten. Zack, damit haben wir hier auch ganz natürlich schon mal 7 von 10 super seltenen. Und dürfen jetzt sogar noch mal den mythischen freischalten. Okay, nehmen wir einmal Eve. Zack, Eve wird freigeschaltet. Sehr schön, 988 Kiste. Und es ist leider einmal wieder nichts, aber alles gut. Das gibt mir jetzt so ein bisschen, also dass jetzt ein Ende in Sicht ist, ist wirklich auf jeden Fall auch nochmal ein kleiner Boost für mich. Weil dann weiß ich, dass wir eben jetzt uns über jeden Brawler, den wir ziehen können, noch umso mehr freuen können. Weil er eben jetzt nochmal ein bisschen mehr zu dem Ziel letztlich beiträgt. 996. Ja, okay. Es wird Zeit. 998, 999. Und jetzt die 1000. Kiste, Freunde. Die 1000. Kiste. Und die hat leider enttäuscht. Schade. 1002. Boah, Digga. Also wir haben über 1000 Mal diese... Also das ist crazy. Das ist wirklich völlig verrückt. Das ist wirklich völlig verrückt. Aber wir machen natürlich weiter. Wir machen natürlich weiter, Freunde. 4. Wieder 4. 1008 mittlerweile. Ja, jetzt beginnt hier wieder die Dürrephase sich langsam einzustellen. Es nervt ein bisschen. Super, sei bitte einmal gönnen jetzt hier. Danke. 1011. Das ist verrückt. Ja, überhaupt nichts. Komm, jetzt muss doch mal was kommen hier noch. Los! Also wir brauchen halt wirklich, ich hoffe, ihr habt es auf dem Schirm, wir brauchen wirklich nicht mehr viel. Jeder Brawler, den wir jetzt ziehen, trägt überproportional doll dazu bei, dass wir unser Ziel jetzt hier erreichen, dass wir wirklich alle Brawler bekommen. Und es könnte theoretisch sich hinter jede Kiste hier irgendetwas verbergen. Es ist die 1022. Es ist die 1023. Und es ist immer noch nichts drin. Mann, los jetzt! Wir hatten echt eine gute Phase, so ab 900. Aber jetzt mittlerweile schon wieder komplett Game Over gerade. Ich habe nichts gesagt. Es ist Charlie. 24 von 26. Ich glaube, noch 2 legendäre und 2 epische, mythische. Ja, und einen davon kriegen wir über den Pfad. Das ist auf jeden Fall schon mal cool, dass wir jetzt hier die ganzen Brawler, also wir haben noch 4 Stück. Die letzten 4 verbleibenden Brawler, die wir hier ziehen können und ziehen werden, Freunde. Das ist schon mal eine Ansage, dass wir jetzt hier Charlie gezogen haben. Nochmal ein Lichtblick, ne? Ihr wisst ja, mühsam erinnert sich an dieser Stelle hier das Eichhörnchen von den Früchten des Waldes. 5. Eve. Geil. Wieder Credits. Digga, wie viel Credits? Back-to-back Credits. Nimmt man mit. Geil. Nächste Truhe. Okay, haben wir jetzt nichts, keine Credits drin. Aber alles gut. Solange wir irgendwas bekommen, ist die Welt in Ordnung. Wir haben bald nämlich Eve auf diesem Wege freigeschaltet. Und wenn wir dann eben hier gleich Eve haben, haben wir dann natürlich auch die Möglichkeit, oder dann haben wir eigentlich nur noch einen Brawler, den wir ziehen können. Ich hoffe, es buggt dann nicht wieder, dass wir dann nochmal Eve ziehen und es dann einfach gar nichts gebracht hat. Aber auch dann hätten wir natürlich trotzdem nur noch einen, den wir letzten Endes dann auch durch die Credits freischalten können, wenn es denn nochmal dazu kommt. 1047 mittlerweile. 1048. Alter, also ich bin gespannt. Ich denke, also mein Predikt wäre jetzt so, wir brauchen noch 2 von jeder Seltenheit. Ich sage, wir brauchen noch so 1000, wir sind so bei 1300, würde ich sagen. Das ist, glaube ich, realistisch, dass wir fertig sind. Es kann aber natürlich auch sein, dass es sich noch deutlich, länger zieht. Ja, kann natürlich auch sein, dass wir einfach noch deutlich länger hier drin stuck sind. Aber das sind wichtige Credits für die Eve. Let's go. Sehr schön. Das heißt, gleich nur noch ein einziger mythischer Brawler, den wir freischalten können. Dann haben wir tatsächlich alle. Und das wäre definitiv eine sehr, sehr geile Angelegenheit. Dann bräuchten wir in Anführungszeichen nur noch 2 legendäre. Und die könnten wir dann auch im Prinzip automatisch im Vorbeilaufen, sage ich mal, über die Credits hier freischalten. Und es ist Chester. Ja, wichtig. Und damit 10 von 11 legendäre Brawler. Und jetzt werden wir richtig nochmal Spannung hier reinbringen. Wir haben einfach 10 von 11 legendäre Brawler. Uns fehlen im Prinzip, man kann es sagen, nur noch 2,5 Brawler. Eve ist fast fertig, ja. Eve ist fast hier freigeschaltet durch eben die Trophy. Oder ja, keine Ahnung, wie man das Ding nennt. Ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Durch diese Road hier. Und jetzt wird es hier
Spannend. Wir haben jetzt den letzten legendären Brawler, der auf uns wartet. Ich muss gerade überlegen, wer ist der letzte legendäre Brawler, der auf uns wartet? Das ist irgendwer, den ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Wir haben Mac gezogen, wir haben... Wer ist es? Ich bin mal überlegen. Schreibt es in die Kommentare. Wisst ihr, welches der legendäre Brawler ist, den wir noch brauchen? Also Leon haben wir gezogen, Spike haben wir gezogen, Crow haben wir gezogen. Es ist... Boah, das fällt mir jetzt echt nicht ein. Ich habe keine Ahnung. Also ich weiß wirklich nicht, welchen legendären Brawler wir jetzt noch ziehen können. Wir werden es gleich sehen, hoffentlich. Wir werden es hoffentlich gleich sehen, Freunde. Also wir können ja mal durchgehen. Wobei, nee, ich glaube, es geht nicht mehr zusammen. Wir haben Mac, wir haben Crow, wir haben Spike, wir haben Leon, wir haben Amber. Es ist Amber. Es muss Amber sein, oder? Haben wir Amber gezogen? Nein, ich glaube nicht. Es muss eigentlich Amber sein, ja. Sofern ich mich jetzt nicht täusche, muss es Amber sein, aber... Ich weiß, ich kann natürlich auch sagen, dass ich mich jetzt ja komplett bei Mira, aber ich glaube, Amber haben wir noch nicht auf dem Screen gesehen. Höchstens, aber nee, freigeschaltet habe ich sie auch nicht im Credits, also muss es eigentlich Amber sein. Wenn mich jetzt nicht komplett doof bin, dann ist der letzte legendäre Brawler, der fehlt, Amber. Und die sollte sich jetzt hier besser mal zeigen. Es wäre auf jeden Fall Zeit. 1093, 1094. Und wir nähern uns hier dem Ende. Hoffentlich, Freunde. Ich muss auch ehrlich sagen, also so viele Kisten, Digga, das ist auch wirklich, das mache ich auch, das ist also, oh. Also ich glaube, wir brauchen auf dem Video mindestens zweimal so viele Daumen nach oben, wie ich gerade Kisten geöffnet habe, weil das ist Pflicht. Ja, das ist einfach so, ne? Also für jede Kiste einmal bitte einen Daumen nach oben lassen, das wäre super. Wir sind bei 1100 mittlerweile und es sind nur noch 2,5 Brawler, die wir hier ziehen können. Und es sind nur noch 2. Es werden jetzt nur noch 2 sein. Wir haben Eve freigeschaltet. Los geht's. Let's go. Beginnen mit der Freischaltung eines super seltenen Freunde. Auch da sind wir halt mittlerweile Real Talk einfach kurz davor, die auf diese Art und Weise alle freizuschalten. Jetzt hoffe ich, dass nicht nochmal der Bug auftritt, dass wir jetzt hier irgendwie nochmal Eve ziehen. Das wäre sehr, sehr unlucky, wie es ja eben, glaube ich, bei Genie der Fall war. Zumindest, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. 4. Okay. 1111. Ne, auch nix. Ist okay. 1112. Boah. Jetzt noch 2 Brawler, Freunde. 2 Brawler. Es ist also nur noch eine Frage der Zeit, bis wir diese 2 Brawler hier haben. Es sind nur noch der letzte mythische Brawler und der letzte legendäre. Wir kriegen jetzt hier vorher noch Penny. Dann haben wir hier auch 8 von 10. Und jetzt schalten wir den legendären sogar auf diese Art und Weise frei. Oh mein Gott, wir haben sogar hier einfach Amber. Jetzt auf diese Art möglicherweise schalten wir sie sogar einfach frei. Schaut euch an. Wir bekommen jetzt die Credits und es könnte sein, dass uns vielleicht nur noch ein einziger mythischer Brawler fehlt, Freunde. Es könnte wirklich sein. Es ist wirklich möglich und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das Ganze so sein wird. Ja... 1123, okay, und es ist wieder Credits, es sind wieder Credits, Freunde, es kann sein, dass uns gleich nur noch hier der mythische Brawler fehlt, oder aber, dass Amber jetzt hier wirklich vielleicht auch einfach so kommt, oder, dass wir den mythischen gleich ziehen und Amber der letzte legendäre Brawler wird, den wir hier noch ziehen müssen, Freunde, es hat, Alter, nur eine, also nur eine Belohnung, ist auch wieder völlig respektlos, aber ist okay, also, wir müssen uns halt mit abfinden, ne, okay, ist es jetzt nicht, aber... Es ist das, was wir letzten Endes jetzt hier, ja, wir bekommen, was wir bekommen. Und wir bekommen Janet. Es ist Janet, let's go, es ist Janet. Und damit haben wir alle mythischen Brawler. Und jetzt fehlt nur noch Amber. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir jetzt hier Amber bekommen. Und es ist Amber, wir haben sie. Wir haben es geschafft, we made it, let's go. Damit haben wir einfach mal alle legendären Brawler, alle epischen und alle mythischen aus den Kisten gezogen. Und das einfach mal mit sage und schreibe 1134 Kisten, Freunde. Und an der Stelle bin ich doch mal sehr dankbar für euch fürs Zuschauen. Wir können jetzt sogar noch mal so lange, würde ich sagen, öffnen, bis wir jetzt auch noch den letzten Daryl haben. Aber wir können festhalten, tatsächlich haben wir es jetzt hier nach unendlich vielen Kisten gefühlt einfach mal geschafft, hier die Amber freizuschalten. Und es ist, ja, jetzt kommt der Bug nochmal. Jetzt haben wir sogar nochmal Eve gezogen hier. Das ist gut, dass das hier nicht zuerst passiert ist. Wir brauchen natürlich jetzt noch einmal hier die entsprechenden Credits für unseren Daryl. Und wenn wir diese letzten 500 Credits bekommen, und da sind sie doch schon am Start, dann haben wir es einfach geschafft, Freunde. Damit
ist das Video auch am Ende. Und wir gehen jetzt noch einmal in die Übersicht und schauen mal, wie viele andere Sachen wir aus diesen 1139 Kisten bekommen haben. Wir haben sage und schreibe 129.000 Gold, 4.000 Gems. Wir können natürlich mit dem Gold noch lange nicht unsere Brawler maxen, aber wir schauen mal auf die Powerpunkte. Und jetzt können wir sehen, wir haben 50.000 Powerpunkte, Freunde. Aber wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben alle Brawler einfach mal freigeschaltet. Alle sind hier neu. Und wir sind einfach damit full maxed, Freunde. Wir haben es geschafft, wir sind full maxed. Beziehungsweise wir haben alle Brawler so rum, ne? Es wird natürlich noch ewig dauern, wenn wir jetzt weiter Boxen öffnen würden, um das Gold zu bekommen. Aber an der Stelle freue ich mich über jeden Daumen nach oben. Ich freue mich umso mehr über jeden, der Korbix mit dem Shop anträgt. Kuss geht raus, danke fürs dabei sein. Hau rein, ciao.